Willkommen, Lieben, zu einer Folge Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ja, es geht mal tatsächlich hier nicht wirklich um Spiel, aber es geht auch um Spiel. Es geht natürlich um das Spielfeld, gar keine Frage, das besondere Spielfeld. Aber es geht auch darum, dass sich Clash of Clans als solches, ich habe das die Tage eben im Livestream schon mal angesprochen, dass sich Clash of Clans sehr verändert hat, muss ich sagen. Also wirklich sehr, sehr verändert. Es fällt einem gar nicht so auf, wenn man normal jeden Tag so ein bisschen clasht, ein bisschen hier macht, ein bisschen da macht. Aber es fällt schon unheimlich auf, vor allen Dingen, wenn man sich die Szenerien anschaut. Ja, ich spreche natürlich die Fußballszenerie an. Keine Frage, die gefällt mir schon recht gut, obwohl ich jetzt nicht so der Fußballfanatiker bin. Aber die Szenerie gefällt mir schon sehr, sehr gut. Und aber an der habe ich das so ein bisschen gesehen, wie sehr sich Clash of Clans natürlich verändert hat. Und es ist ein tolles Stadium oder ein Stadion, muss ich sagen, was man hier um diesen ganzen Haaland-Monat hier geschafft hat. Also auch das ist nicht an mir vorbeigegangen, Leute. Ich spiele das Ganze auf jeden Fall. Ob ich mir die Szenerie kaufe oder nicht, das könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ich das tue oder nicht. Es steht so im Moment so 50-50. Ich weiß es halt noch nicht. Aber hier ist mir halt aufgefallen, dass wenn ich hier mal so hinschaue, vor allen Dingen immer auf diese drei Gerätschaften, die haben sich jetzt nicht wirklich fürchterlich verändert. Die Sachen liegen dann immer eher so ein bisschen im Detail. Ja, das heißt also, der Fußball hier in der Schmiede beziehungsweise Schmiede ist hier markiert, hier ist ein Fußball in der Blind markiert und okay, hier hatten sie jetzt keinen Ball mehr über, aber auch hier mit dem Segel und so, das ist auf jeden Fall anders. Ich meine, die Weltraumszenerie ist noch mal was ganz anderes, aber schön gemacht hier mit den Zuschauern. Die Magier stechen da so ein bisschen raus, aber es sind viel, viel mehr Kobolde da. Also die Fans sind auf jeden Fall, oder die Kobolde sind auf jeden Fall die besseren Fans. Und da ist mir das so ein bisschen aufgefallen, dass sich Clash of Clans doch hart verändert hat. Und auch hier mit dem drehenden Ball, ihr könnt euch sicherlich noch an die ersten Szenerien erinnern, die es hier im Spiel gab. Auch das kann man ja mal nachschauen. Ich meine, die letzte Szenerie hier grenzt sich nochmal richtig, richtig krass ab. Vor allen Dingen, was die Animation und die Gebäude hier unten angehen. Es gibt aber noch andere, die von dem Drachenfest, die vorher waren und so auch. Alles sehr, sehr speziell. Es hat sich auf jeden Fall entgegen der ersten Szenerie hier, die klassische, wenn wir die mal auswählen, richtig viel verändert. Ich meine, hier ist echt nichts, ne? Du kannst hier drehen und wenden und scrollen wie die Bild. Hier ist einfach nichts, ne? Kein 3D-Effekt, kein cooles Design, alles irgendwie so default. Und dann ging das ja erst etwas später los mit den Szenerien. Mit der Magier-Szene, ich glaube, man bekommt ja Bratos 15 mindestens ja eine dazu geschenkt. Aber es gibt ja wirklich richtig, richtig coole Sachen dabei. 10 Jahre Jubiläum, ja, da haben wir schon die ersten 3D-Effekte sowieso schon drin gehabt. Und das erstreckt sich natürlich weiter, die Grusel-Szenerie hier auch richtig, richtig cool gemacht hier mit dem Schiff hier, was hier so ein bisschen angeleint oder nicht ganz angeleint steht. Aber auch die anderen Sachen, okay, hier haben sie sich mal wieder nicht so wirklich die Mühe gemacht. Das sieht eigentlich so aus wie immer. Dafür ist die Schmiede so ein bisschen ins Abseits geraten. Und aber trotzdem eine der schönsten Szenerien, wie ich finde, ist aber nach wie vor die Szenerie, die es in der Warbase gibt, also in der Kriegsbasis. Das ist eine, finde ich, eine der schönsten Szenerien. Aber danach, die Szenerien waren auch alle sehr, 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 sehr schön, sehr, sehr schön animiert, sehr lieblich. Und das hört halt nicht auf. Jetzt mit der Fußballszenerie, auch die war sehr schön hier mit dem Drachen, habe ich eben schon angesprochen. Hier unten das Schiff und auch die Glocken hier um die anderen Gebäude. Ist mal was anderes, da hat man die anderen Gebäude jetzt nicht so wirklich verändert, aber man hat ihnen halt Glocken gegeben, weil sich das Ganze natürlich im Wasser abspielt. Und klar, die Weltraumszenerie hatte ich ja im Video zu gemacht. Es gibt im Moment für mich nichts Schöneres, aber die Fußballszenerie finde ich auch gut. Muss ich zugeben, obwohl ich jetzt nicht so der Fußballfan bin. Finde ich aber die Fußballszenerie ganz, ganz, ganz nett animiert. Auch mit dem, okay, Bengalos? Nein, sind keine Bengalos. Okay, ich dachte, das sind jetzt gerade Bengalos. Hallo. Ich habe noch nicht genau gesehen, was das ultra Besondere an dieser Szenerie ist. Ob sich da irgendwo was eingeschlichen hat oder ob hier jemand immer so mit dem Ball auf und ab kickt.
oder hier auf die vermeintliche Torwand schießt, scheinbar schon, aber schießen halt nicht, die versuchen es halt mit dem Streukatapult und finde ich aber sehr, sehr schick, aber ich wollte eigentlich nur noch mal darauf hinweisen, dass wenn ihr natürlich etwas hier im Shop kauft, dass ihr einen Creator-Code eingibt, ob das jetzt Itzu ist, MBF, Noobs oder wer auch immer, tragt auf jeden Fall einen ein, es hilft den Leuten in jedem Fall. Die ganzen Sachen gibt es natürlich etwas später immer wieder zu kaufen, beziehungsweise zu erstehen, allerdings nichts mit Gems. Das ist ein bisschen was anderes als manchmal hier die Modelle. Die kannst du dann auch mal mit gesammelten Gems bezahlen. Das ist bei den Szenerien nicht so. Die musst du wirklich immer mit Bargeld bezahlen. Und die Szenerien, die wir hier eigentlich haben oder die ich eigentlich nicht habe, die finde ich auch nicht gut. Deswegen habe ich sie mir auch nicht geholt. Aber die neue Szenerie, ich bin noch mit mir ein bisschen am Hadern. Aber ich habe hier nichts verpasst. Ab morgen, beziehungsweise ab heute, ihr seht das Video am Dienstag, gibt es hier natürlich ein neues Event, das Haaland-Event. Das wird dann irgendwo hier oben wieder stattfinden. Wird sicherlich wieder ein paar Euro kosten, denn schließlich will der Mann ja auch bezahlt werden. Aber mir ist nicht entgangen, dass es hier auch ein cooles Event gab. Ihr seht, zweimal habe ich das schon geschafft. Den goldenen Schuh habe ich auch schon geschafft irgendwo. Mit irgendeinem Account, allerdings auch komplett ohne Anleitung. Im Moment spiele ich wirklich anleitungslos, kann ich euch sagen. Und aber wir gehen mal ruf. Einmal, zweimal die Valkyrie hier mit drauf und auch den Bowler tippe ich hier mit drauf. Ich nehme dann immer eins, zwei Schüsse da, einen nochmal da, einen da, einen da. Also so habe ich dieses Event eigentlich tatsächlich gemacht mit den Fußballern hier. Denn so fand ich es tatsächlich am einfachsten. Selbst hier die Ecke fand ich sehr, sehr einfach. Und jetzt können wir natürlich noch die anderen beiden Bälle hier reinspielen in das Rathaus. Das sollte jetzt auch gleich fallen, denke ich mal. Also so war es früher immer. Ich habe dieses Event schon geschafft. Allerdings müssen die jetzt noch mal ran hier, noch mal einen Ball stoßen oder sowas. Das machen sie leider gar nicht. Okay, ich habe den Gift nicht gesetzt. Okay, muss ich nochmal machen. Ich habe den Gift nicht gesetzt. Also ich habe dieses Event schon geschafft, Leute. Aber ich habe den Gift jetzt gerade nicht gesetzt. Der muss natürlich noch mit auf die Klammerbuch drauf. Okay, also nochmal. 1, 2. Gift hier mit drauf. Skelettzauber hier mit drauf. Und die Valkyrie. So, dann können die da nochmal schießen. Da nochmal schießen. Da nochmal schießen. Da nochmal schießen. Da nochmal schießen, da nochmal schießen und einmal da schießen und einmal hier die Ecke. Okay, das haben die da hinten jetzt hoffentlich endlich erledigt. Den Bowler nehmen wir hier mal mit rein und dann müssten die nächsten Schüsse, das Rathaus muss erst aktiviert werden. Dann gehen auch die nächsten Schüsse auf das Rathaus. Bowler ist noch aktiv, da kommt noch ein Schuss. Sehr schön, aber jetzt kommt schon wieder kein Schuss. Okay, das ist ein bisschen doof. Dass sie da nicht mehr nachschießen. Ja, da muss ich drauf achten, dass das Rathaus aktiviert ist, ne? Ah, Mist, fast alles geschafft mal wieder. Ja, doof. Könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, wie dumm ich mal wieder bin und schaffe dieses Event hier nicht. Aber ich werde es schaffen. Erneut spielen. Ich mache es nochmal. Vielleicht mache ich es auch einfach mal richtig, weißt du? Vielleicht fange ich auch einfach mal hier in der Ecke an. Und nehme hier schon mal den Monolithen raus und den hier. Den können wir auch rausnehmen, denke ich mal. Mal schauen, ob da ein Fußball reicht. Ja, reicht noch nicht ganz. Okay, jetzt kommt die aber da schon raus. Wir nehmen die Valkyrie hier mit rein. Den Skelettzauber hier mit drauf. 1, 2, 3. Wir können hier erstmal ein paar Schüsse ablassen. Den Bowler hier auch mit drin, dass der gleich vielleicht schon mal die Dings aktiviert. Und jetzt müssten es eigentlich... Ja, es muss erst aktiviert sein, das Rathaus. Das macht jetzt der Bowler. Okay, dann können die hier natürlich sauber ins Rathaus reinschießen, weil jetzt ist es eine Verteidigung und jetzt fällt das Ding auch, Leute. Ja, also so geht es natürlich. Hier unten haben wir jetzt mal noch ein Kanönchen, aber das sollten die auch schaffen. 2 Minuten, die Zeit ist hier auf jeden Fall mega über. Ich habe das jetzt in verschiedenen Versionen so gemacht. Und aber das Kanönchen holen wir uns jetzt noch gerade und dann haben wir auch den dritten Erfolg. Ich denke mal, noch ist es einfach. Es kann nur schwieriger werden. Ich freue mich auf jeden Fall auf die nächste Truppe, die hier kommt. Das wird ja so ein komischer, Kopfballwerfer sein oder sowas. Ich habe erst gedacht, dass er Barbaren wirft, aber das macht er nicht. Er wirft dann doch Bälle erst auf eine normale Einheit, also auf ein Lager oder was auch immer. Und danach auf Defenses, also genau andersrum, als dass die hier ticken. Warum mein Bayern des Landes so langsam tickt, weiß ich nicht.
Den hole ich mir ab, kann ich mir auch abholen, weil mir auch alles fehlt. Spiele bei 13 Stunden, das wäre dann heute am heutigen Dienstag. Und auf die Liga bin ich jetzt nicht wirklich näher eingegangen. Wir spielen ganz gut mit hier bei den Herausforderungen, auch bei Free-to-Play und auch bei Totus Banda. Also es sieht ganz durchwachsen aus. Hier sind wir derzeit Zweiter und haben nur gegen den Ersten verloren im ersten Spieltag. Und das vor allen Dingen auch nur, ihr seht das hier oben, nach Prozenten. Und es waren, kann ich euch sagen, wirklich sehr, sehr wenige Prozente. Ultra wenige Prozente, eigentlich ärgerliche Prozente. Aber was willst du machen? Ärgern kann sich nachher. Im Moment steht es 33, 23. Der Gegner hat noch 5. Wir haben noch 4, 5 Stunden 53. Die enden unheimlich spät hier, die Clan-Kriegsangriffe. Aber darauf gehe ich vielleicht in anderen Videos in dieser Woche ein. Aber erstmal so ein bisschen zum Einstimmen. Auch für mich in den Mai. Ich habe hier nichts verpasst, Leute. Ich bin auf jeden Fall am Start in der Szenerie mit Clash mit Haaland. Und hier unten erstmal das kommende Ereignis, Clash mit Haaland in 13 Stunden. Das heißt also, wenn ihr diese Videofolge seht, ist das Event schon am Laufen. Und da nehme ich auch sicherlich was von aus. Also lasst euch überraschen, bleibt auf jeden Fall am Ball dran. Ich bedanke mich auf jeden Fall für eure Aufmerksamkeit. Wenn ihr der Meinung seid, das Video war in Ordnung, dann lasst mal einfach einen Daumen nach oben da. Wir haben ja echt wenig geclasht. Und abonniert vielleicht den Kanal. Aber ich würde mich auch sehr, sehr freuen, wenn wir uns auf Twitch TV sehen. Dort könnt ihr mich auch einfach followen, kostet nichts, Glocke stellen, dann verpasst ihr auch keinen Livestream mehr von mir. Vielen lieben Dank für eure Aufmerksamkeit. Ciao, ciao, euer Toto. Best.